Ach ja, ach ja, ach ja. Man könnte ja jetzt auch was anderes denken mit dem E. Ich benutze deine Playlist immer zum E. E? Zum E. Zum Englisch lernen? Elfmeterschießen? Zum einsamen Dahinsiechen. Weiß ich nicht. Aber was kann man, wofür könnte das E denn jetzt stehen? Sweet Lollipop, bye. Lillipop, nicht Lolli. Diesmal habe ich es wenigstens schnell noch gelesen. Lillipop, Sweet Lillipop, hi. So. Ah. Hey Wally, ich versuche Woody zu helfen, das Karussell zu reparieren. Und ich frage mich, ob... Yippie, Erde! Nein, nicht Erde. Direkte, direktive Licht. Was? Direktive? Directive? Hä? Wer sagt denn Direktive? Ist das ein... Das ist doch ein deutsches Wort, oder? Gibt's Direktive? Ich kenne Detektive, aber warte mal ganz kurz. Direktive. Von übergeordneter Stelle gegebene Weisung, Regel für das Verhalten. Direktive. Wer sagt denn heutzutage Direktive? Direktive. Direktive. So spricht man das aus. Das sagt doch keiner. Direktive. Emil und die Direktive. Ja, Karussell hübsch machen. Oh. Tada. Oh, ich krieg ein Bild. Hm, was ist das? Oh, Blaupausen des Sicherungskastens. Danke, Wally. Wally, Direktive Erde. Warte, nee, hier. Warte. Wally. Direktive Erde. Entschuldigung. Ja, Erde. Sehr gut. Der Planet, von dem wir beide kommen. Oh, warte. Heißt das, ich muss dorthin zurückkehren, wo ich dich zum ersten Mal getroffen habe, um die Bauteile zu finden? Erde. Okay. Ich muss also einige Materialien in deinem Reich sammeln und dann den Sicherungskasten herstellen. Danke, Wally. Yippie. Okay. Ja, dann müssen wir, glaube ich, mal Direktive dahin laufen. Ins Wally-Reich. Woody, bleib mal Direktive hier stehen. Wally ist so süß. Ich finde Wally auch süß. So. Da sind wir auch schon. Ja, dann mache ich mal diese Dreckhaufen-Direktive kaputt. Irgendwie haben wir die gleiche Aufgabe heute dreimal gemacht, ne? Sachen kaputt machen. Achso, das ist, muss ich jetzt alles ausbuddeln wahrscheinlich, ne? Überleg gerade. Wir gucken einfach mal. Oh, ich habe fast keine Energie mehr. Ups. Oh, mein Magen meldet sich. Ich glaube, ich muss bald was essen. Was habt ihr heute Schönes gegessen? Bei mir gab es Pute. Pute mit Rotkohl und Kartoffeln. Kann ich das auch wegbuddeln? Nee. Ach, da ist noch was zum Buddeln. Ah, ich musste wahrscheinlich nur die Fleckchen, die richtigen vielen Fleckchen finden. Kann ich was essen? Ich habe noch ein bisschen was da, oder? Hier, Kokosnuss. Die hält wenigstens ein bisschen was. So. Ich habe vorhin auch gespielt, konnte dann aber einfach nicht weitermachen, weil Uschi und Remy einfach pennen gegangen sind. Ja,
Genau das gleiche bei mir. Bei mir sind auch immer die beiden am schnellsten am Pennen. Bei mir exakt das gleiche. Bei mir pennen auch immer Uschi und Remy. Immer die beiden. Bei mir gab es Wurstgulasch. Oh, lecker. Frikassee mit Reis und Gurkensalat. Oh, auch lecker. Rind mit Serviettenknödel und Rot. Oh. Gemüsepfanne mit Hähnchen. Nudel mit Tomatensauce. Überbackenes Toast mit Gemüsesticks. Nudelauflauf. Hähnchenschnitzel mit Kartoffeln und Druck. Alter, ihr esst geile Sachen, Leute. Oh, lecker. Jetzt kriege ich richtig Hunger wieder. Aber esse ich jetzt noch was Herzhaftes? Ich hätte noch Chips da. Aber jetzt noch was Herzhaftes? Bei mir zieht sich jetzt gerade die Zähne zusammen. Kennt ihr das? Wenn ihr an Essen denkt, dass ihr euch so die Zähne zusammenziehen. So. Wenn ihr daran denkt, dass ihr jetzt was richtig Schönes, Leckeres knabbern könntet. Die ziehen sich so ein bisschen die Zähne zusammen. Das habe ich immer so oft. Brötchen und ein Smiley. Du hast ein Gesicht gegessen, Hamsterfan. Ein schwitzendes Gesicht. Ein lachendes, schwitzendes Gesicht. Oh mein Gott. Du Monster. Machst irgendwann mal wieder Toffee Tested? Ja, tatsächlich habe ich sogar noch ein paar Sachen da. Hab's bis jetzt aber nicht mehr angemacht, weil das war ja die letzten Male, habe ich mich ja auch ein bisschen mehr konzentrieren wollen auf den Stream, und Toffee Tested hat immer so rausgerissen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, Toffee Tested immer mal wieder zu pausieren. Und auch heute zum Beispiel, da war der Fokus jetzt, klar, ein paar Punkteeinlösungen habe ich euch drinnen gelassen, aber der Fokus heute war ja auch wieder, wir wollen ja endlich wieder anfangen zu streamen und wieder ein bisschen miteinander kommunizieren und sowas. Und das ist deutlich wichtiger, als ständig jetzt irgendwie wieder irgendwelche Sachen zu testen oder so. Und außerdem muss ich auch mal ein bisschen aufpassen, dass man die ganzen Süßigkeiten gefressen während so einem 3-Stunden-Stream, wenn das jetzt dreimal eingelöst wird oder sowas, das geht ja auch irgendwann mal voll auf die Huften. Weißt du? Was gab es an Heiligabend zu essen? Bei uns gab es Raclette. Woody ist tot! Oh Gott, er lebt. Hey, hier unten! Spielzeug braucht Hilfe! Wow, howdy! Hey, howdy, hey, Toffi! Diesen Sicherungskasten hast du aber ziemlich schnell aufgetrieben. Ich kann's kaum erwarten, das Karussell wieder mit Beleuchtung zu erleben. Komm, lass uns das Licht anmachen. Auf Wiedersehen, bis bald. Also hier drin sieht das ja eigentlich sowieso ganz cool aus, muss ich sagen. Von draußen fand ich, sah es auf dem Bild auch nicht so perfekt aus. Kartoffelsalat mit Würstchen. Norddeutsche Tradition, ne? Ich komme ja auch aus dem Norden ursprünglich. Und ich habe früher auch ganz oft Würstchen mit Kartoffelsalat gegessen, hey, an Heiligabend. Aber jetzt mittlerweile weiß ich halt, dass es auch nicht so besonders ist, ne? Also, klar, Kinder wollen dann immer sofort Geschenke und sowas. Aber mein Sohn ist jetzt zum Beispiel noch klein genug, dass er halt versteht, dass die Geschenke jetzt nicht sofort nach dem Essen kommen oder irgendwie. Fraust-Effi-Leinchen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dankeschön für den Follow. Endlich deinen Kanal gefunden. Ja, sorry, ich vergesse immer den Link reinzuschicken in den Videos. Tut mir leid. Döner for one zu essen. Oh, an Döner hätte ich jetzt auch gerne gerade. Oh, ich hätte jetzt auch gerade gerne einen Döner. Ach, Frau Steffi-Leinchen, das geht auch, stimmt. Ups, Fraust-Effi-Leinchen. Ja, ich finde, Fraust-Effi-Leinchen ist, das ist halt meine Version, dich auszusprechen, okay? Das, ja, Entschuldigung. Ja, so bin ich halt. Mal wieder Nase putzen, warte mal kurz. Thank you.
lecker. Gute Besserung, Job. Dankeschön. Gen Mask, dankeschön. Das lohnt sich. Oh, dankeschön. 2 Monate schon dabei. Ich hoffe, es lohnt sich. Ich hoffe, es hat sich, das Warten hat sich gelohnt, dass ich schon ewig lange nicht mehr gestreamt habe. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Raclette gibt es auch bei uns auch am Silvester. Heiligabend gab es Schweinefilet mit Zwiebelkruste, mit Möhren. Oh, auch wahnsinnig lecker. Nee, tatsächlich, Raclette ist auch schon mittlerweile zum Standard bei uns Heiligabend geworden. Klar, ist so typisches Silvester auch Essen, aber auch irgendwie an Heiligabend. Ich weiß nicht, wieso. Ich war jetzt auch ewig nicht am PC, seit ihr verzieht. Oh, das ist schön. Dankeschön. Mach dich auf was gefasst, Toffi. Das wird fantastisch. Was war das denn? Das klang, als wäre etwas im Karussell explodiert. Hoffentlich ist nichts Wichtiges kaputt gegangen. Komm, sehen wir uns das mal an. Bis bald, Partner. Was heißt bis bald? Ich gehe da jetzt rein. Du sollst mitkommen. Wir wissen, was da kaputt geht. Alles klar, alles im Arsch. Wir haben es doch schlimmer gemacht als vorher. Sprich mit Woody. Howdy, Partner. Aus dem Fotokabine auf dem und dem Hau, den Lukas, kommt Rauch, aber den Greifautomaten hat es am stärksten erwischt. Es ist völlig hinüber. Überall liegen Teile des Greifautomaten und Spielzeug-Aliens herum. Ich werde alles einsammeln. Danke. So. Oh, wie süß. Quickle. Ich will das nochmal hören. Warte mal, das Geräusch kommt gleich nochmal, oder? Also wie viele, ne? Okay, dass es so explodieren kann, das hätte ich nicht gedacht. So, Achtung, ich will das Geräusch nochmal hören. Achtung. Oh, voll süß. An Heiligabend Fondue. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen. Aber ich finde, Fondue, da besitzt du halt wirklich auch so ewig lang dran, ne? Immer diese kleinen Mini-Fleischdinger. Also, das dauert immer so ewig. Bekomme ich eigentlich mein Geld für den Monat wieder, weil du so lange nicht live warst? Nein, das ist Risiko. Das ist das Risiko, was ihr eingehen müsst. Weihnachten gab es bei uns Käsefondue. Und was gibt es bei Raclette dazu bei euch? Raclette ist bei uns tatsächlich immer mit, wir braten immer Fleisch obendrauf. Ich mache zum Beispiel auch immer Garnelen gerne obendrauf auf dem Grill oben bei Raclette. Garnelen oder Zucchini braten wir da oben drauf oder Fleisch. Ein bisschen Kartoffeln kann man auch oben braten. Genau, und dann halt das Pfännchen, halt ganz typisch Gemüsezeugs und sowas. Mit Käse überbacken und sowas. So ist das bei uns. So, wo ist die letzte Quietschepuppe? Achso, der Greifhaken fehlt noch, oder? Wo ist die letzte Quietschepuppe? Wo ist die letzte Quietschepuppe? Da. Hier, bitteschön. Neben Pfannen. Man super Mini-Pizza machen. Oh, so eine kleine Mini-Pizza in der ist halt auch eine coole Idee, ne? Die gibt es tatsächlich auch. Es gibt so einen Raclette-Automaten, der ist, also sieht aus wie so ein Raclette-Automat. Das ist so ein Mini-Pizza-Automat. Da kannst du Mini-Pizzas machen. Den gibt es tatsächlich wirklich. Ich hatte mal überlegt, den zu holen, aber dann habe ich gedacht, wie oft nutzt man den wirklich? Danke, dass du mir beim Aufräumen geholfen hast, Toffi. Aber irgendwas stimmt hier trotzdem nicht. Hä? Die Aliens! Ich könnte schwören, da wären mehr von drinnen gewesen. Wahrscheinlich hat die Explosion sie erschrocken und jetzt sind sie irgendwo im Dorf. Och, willst du mich ernst? Ich darf jetzt das ganze Dorf durchsuchen nach diesen Aliens? Du hast recht, aber ich werde erst einmal allein nach ihnen suchen. Sie kennen mich, deshalb kann ich sie sicher aus ihrem Versteck locken. Danke für deine Hilfe, Toffi. Ich gebe dir Bescheid, falls ich Unterstützung brauche, um unsere kleinen grünen Freunde zu finden. Okay, das heißt, anscheinend hat er wirklich... Er ist wieder tot! Er ist tot! Nein, er lebt doch noch. Ja, auf jeden Fall, die Quest können wir aktuell noch gar nicht weitermachen. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal nach unseren Kartoffeln. Da oben. Ah, ich kann sie ernten. Können wir unser Essen noch machen. Man kann auch super Pizza machen in den Raclette-Pfännchen. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Das müsste ich mal ausprobieren.
Ich weiß nicht, irgendjemand anderes. Oh, stimmt. Eine Freundin von mir hatte, und das ist auch echt krass gewesen, ich weiß nicht, ob sie es immer noch hatte, hat, aber sie hatte auf jeden Fall, und das fand ich auch echt geil, ein Gerät, das sah auch aus wie so ein Raclette, das war allerdings auch so ein großes Teil, eine große Platte, und da waren ganz viele Wok-Pfännchen dabei. Das war eine geile Sache. Da kannst du die ganze Zeit in geselliger Runde mit chinesischem Zeug, also Bambussprossen, Fischöl, hier ein bisschen halt eben Fisch generell, irgendwelches Gemüse dazu und sowas. Kannst du deine eigene Wokpfanne machen und die dann immer durchrühren und sowas. Alter, das ist so cool gewesen. Das haben wir tatsächlich gar nicht so oft gemacht. Das waren irgendwie nur 2-3 Mal. Dann hat sich das alles irgendwie so im Sande verlaufen und ne, ihr wisst, wie das Thema ist. Dann trifft man sich nicht mehr so oft zum Zusammenkochen oder sonst irgendwas. Irgendwie so. Aber das war eigentlich auch eine coole Sache. Diese kleinen Mini-Wokpfännchen. Es war echt cool. Wir hatten hier 3 Tage hintereinander das Gleiche. Der Opa von meinem Freund war vor 10 Tagen überraschend verstorben. Und da wollte ich nicht alles wegschmeißen, was im Frost am... Oh ja. Mein Beileid auf jeden Fall. Das ist natürlich nicht schön. Das ist gelinde gesagt scheiße. Gerade so bei Feiertagen, Todesfälle ist echt immer... Hat immer so einen wahnsinnig, wahnsinnig ekelhaften... Wenn es eh schon schlimm genug ist, dann an Feiertagen noch viel schlimmer, oder? So, erstmal sammle ich das Zeug ein. Und levele dabei den guten Bass. Guck mal, der hat mir ganz, ganz viele Zeug, ganz viele Kartoffeln, ganz viele Zeug, ganz viele Kartoffeln dazugegeben. Guck mal, super machst du das, Bass. Ich wusste nämlich gar nicht, dass der mir ja noch so ein bisschen Gimmicks gibt. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Aber gut, umso besser, ne? Dachte, jetzt kommt was Spannenderes als ein Gerät zum geselligen Kochen. Jetzt? Willst du mich jetzt verarschen? Also, erwartet ihr von mir immer irgendwelche komischen, zweideutigen Geschichten? Was denkt ihr von mir? Soll ich die Würfel wiederholen? Die Sexwürfel da. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder was kochen. So. Lecker, lecker, lecker. Seitenbacher. Hör mal, dein Bass ist wohl auch Gärtner. Meiner auch. Ja, tatsächlich. Ich finde auch, die Gärtnerfunktion ist bei mir persönlich auch mal die wichtigste. Gut, das mit dem Steineklopfen an den Wänden und sowas ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, weil da brauchst du ja gerade, wenn du ganze Eisenerzgedönse brauchst, brauchst du da auch jemanden, der dir halt immer wieder ein paar Gimmicks gibt. Aber das ist ja gar nicht so viel Outcome. Das ist mal ein Stück mehr, weißt du? Mal ein Eisenerzstück mehr. Und das ist jetzt auch nicht so viel, finde ich jetzt. Aber eben... Beim Gärtnern hast du voll das krasse Outcome, wenn du da jemanden mit hast. Das ist meiner Meinung nach die sinnvollste Fähigkeit, die eine Figur in diesem Spiel hier haben kann. Ich gehe mal aus Versehen raus. So, dafür habe ich alles, oder? Ups, ich habe einen Screenshot gemacht. Entschuldigung. Hundebande, guten Abend. So, der Erik wird sich freuen. Wo ist er denn eigentlich? Kann ich wenigstens im Restaurant warten, wie jeder anständige Mensch? Guck mal, ich habe es im Xbox-Netzwerk hochgeladen, ja, weil es so wichtig war. Ist halt gleich ungewohnt, wenn es so seriös wird. Ach so, ja, weil ich sonst immer so ein bisschen quatschkopfig bin, ne? Ich kann ja jetzt... Sollen wir das Niveau wieder schnell senken? Penispumpe! Habe ich das Niveau jetzt wieder schnell gesenkt, oder? Hier, bitteschön. Ist Erik eigentlich hey. Erik? Das weiß ich nicht. Toffee, das sieht lecker aus. Sogar noch besser als das, was Koch Louis macht. Vielen Dank. Auch Louis! Alter Louis! Das Lied von Louis!
Oh, oh, Croissant, le Croissant, ich liebe le Croissant. Ich finde das so gut, das Lied. Und dann schlitze ich ihn auf mit dem Messer ganz scharf. Ich finde das so geil. Also, das ist eins der brutalsten Disney-Songs, die es jemals gegeben hat. Zwei Prinzen im Wald. Was haben die da gemacht? Prinzenrolle. Wow, das war toll. Ich fühle mich so viel besser. Ich kann es kaum erwarten, mit Ariel zu sprechen. Ich bin mir sicher, dass sie sich sehr freuen wird, dich zu sehen. Lass uns jetzt gehen. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Jetzt geht er erstmal zu Ariel. Oh, das Treffen zwischen Erik und Ariel. Hä? Ist Ariel nicht gerade hier gewesen? Erik? Ich glaube, ihr habt euch gerade verpasst. Welche zwei Prinzen? Da war doch Ding hier. Christoph, aber der ist halt kein Prinz. Ne? Lauf, Erik. Geh zu deiner Prinzessin. Sie wartet auf dich. Sie ist schon ganz feucht, weil sie halt im Wasser ist. Da ist sie. Ariel, ich bin's. Ich bin endlich wieder ein Mensch. Oh, Erik, das macht mich so glücklich. Ich wollte dir sagen, die Abmachung mit Ursula tut mir leid. Ich wollte dich nur beschützen und... Es ist alles in Ordnung. Ich habe auch einmal eine Abmachung mit ihr gemacht. Erinnerst du dich? Also, nie wieder? Nie wieder. Jetzt sind wir zusammen und das ist alles, was zählt. Hey, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Oh, schön. Jetzt ganz, ganz romantische Musik einspielen, die das Ganze noch ein bisschen hervorhebt, ne? Ich sehe in dein Herz, sehe Ariel und Erik mit ner Flöte, ein Leben, das voll gedudelt wird. Auch Ursula konnte nicht diese Liebe brechen, da geht der Erik, er gibt einen Scheiß auf sie, ja. Ja. Das war jetzt ein kurzes Treffen. Erik, warum verpisst du dich denn jetzt? Muss er jetzt hin? Erik, was soll das? Ach, er guckt sie von oben an. Ey, voll der Stalker. Voll der Spanner von oben. So. Ich kann dir nicht genug danken, Toffi. In manchen Momenten, in denen mich Ursula gefangen hielt, verlor ich die Hoffnung. Ich dachte, ich würde Ariel nie wiedersehen. Aber jetzt sind wir dank dir wieder vereint. Der Ton ist es nicht. Ich habe eine Schwäche für gute Liebesgeschichten. Ja, es ist aber eigentlich auch meine Aufgabe, dem Tal zu helfen. Es gibt nur eine Sache, an die ich immer denken muss. Etwas, das Ursula gesagt hat, um mich anzusticheln. Ach, vergiss es. Du hast mir heute schon genug geholfen. Ich werde versuchen, dieses Rätsel allein zu lösen. Danke nochmal, Toffi. Wow. Die Frage ist nur, er ist ja jetzt trotzdem noch Stufe 1 bei uns, ne? Hey. Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Ja. Gut, wir können jetzt mal das ganz normale Gequatsche mit ihm durchgehen. Das ist nicht so wichtig, deswegen überspringe ich das immer. Der will einen glänzenden Diamanten, okay. Oder dicke, fette Aubergine. Ja. Gut, einen Diamanten hätte ich tatsächlich noch. Aber auch noch einen glänzenden. Weißt du, wie teuer die Dinger sind? Und Kappa-Maki müsste ich erstmal herstellen. Ich habe gerade erst drei Sachen für ihn gekocht. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar, dass ich nichts für dich habe, ne? Ja, wunderbar. Ja, auf jeden Fall
hätten wir hier, ihr seht schon, es ist alles ein kleines bisschen gesperrt und außer diese Quest hier, dafür brauchen wir Eisenbarren, aber das würde jetzt voll viel Farmen bedeuten. Das macht aber überhaupt nichts, weil ich heute um ungefähr 21 Uhr Schluss machen wollte, weil ich es heute nicht übertreiben wollte. Ich werde heute trotzdem wieder früh ins Bett gehen, um meine Gesundheit trotzdem noch ein bisschen zu schonen. Also nicht allzu spät wollte ich heute ins Bett gehen. Das heißt, wir müssen frühzeitig aufhören und wir haben schon wieder fast 3 Stunden gestreamt. Ich denke, für einen Willkommen zurück Stream, ist das ganz in Ordnung, oder? Ich würde mal sagen, okay, oder? Jo. Gut, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid bei meinem Comeback nach der Erkältung. Und ihr merkt schon, meine Stimme schlägt sowieso auch schon wieder ein bisschen aus. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wann es den nächsten Stream geben wird, weiß ich noch nicht so genau. Aber es wird auf jeden Fall einen Stream geben. Ich habe wieder Lust, mit euch durchzustarten. Vielleicht spielen wir dann auch wieder was anderes. Wäre auf jeden Fall auch mal wieder notwendig, auch mal wieder ein paar andere Sachen zu spielen, ne? Ist klar. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt gesund und munter und habt eine gute Nacht und träumt was Schönes. Tschüss.